Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Also Leute, es gibt große Neuigkeiten. Und zwar, ich bekomme bald einen Hamster. Yay! Ich freue mich schon so sehr. Ich bin auch schon richtig aufgeregt. Und ich wollte euch dabei auf jeden Fall mitnehmen. Und ja, heute bauen wir den Käfig auf. Also ich habe mich auch echt informiert. Das ist natürlich kein Käfig, sondern ein Nagarium. Genau, ich weiß nicht auch, warum das so heißt, wegen Naga. Also den Hamster holen wir vom Züchter, weil man soll den nicht aus der Zoohandlung holen. Ich habe gehört, das soll ganz schlecht sein, aber den Rest erzähle ich euch auf jeden Fall im Video. Und wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben, drückt die Glocke und abonniert mich. Los geht's! Ich bin übrigens hinter der Kamera, das habt ihr euch schon gedacht. Und ganz wichtig, oder was ich auch ganz gut finde, die Züchterin möchte auch vorher dann sehen, wie der Hamster wohnen wird. Genau. Unser Nagarium ist 1,20 Meter auf 50 auf 60. Genau, und das ist auf jeden Fall groß genug. Und ich muss jetzt mal gucken, wie ich das hier aufbekomme. Ich mache jetzt erstmal das Nagarium selbst auf und ja, dann sehen wir uns wieder. Ein bisschen länger gedauert wie gedacht. Auf jeden Fall ist er richtig cool geworden. Hier vorne ist so eine Plexiglasscheibe und hier ist so ein Tunnel und ich finde ein Kreis. Und ich finde das cool, weil vielleicht baut ja der Hamster dann sich da so hin und dann kann ich hier so ein bisschen. Finde ich auf jeden Fall richtig cool. Ja, den Deckel kann man hier so auf und zu machen. Ne? Genau, perfekt. Und man kann auch manchmal hier so reingucken, aber hauptsächlich sind es eigentlich die Luftlöcher. Wir fangen jetzt an, das Nagarium von Rundpad einzustreuen und zwar mit Einstreusägespänen. Genau, das muss übrigens 25 cm hoch sein, also bis hier. Echt? Ja. Oh je. So Leute, also es sind jetzt 15 cm, aber wir richten es jetzt trotzdem ein und danach holen wir nochmal Einstreu und tun wir einfach nochmal alles raus und streuen es wieder ein. So Leute, das ist jetzt mal die ganze Bestellung von RodiPad. Wir haben hier wirklich alles dabei. Und Leute, nochmal, hier kommt danach nochmal Streu rein. Noch 15 cm fehlen. Aber wir holen es dann, weil wir können jetzt sonst nicht weiter filmen. Und ich habe jetzt echt Bock, es einzurichten. Hey Leute, es ist jetzt der nächste Morgen. Ich aber saß noch echt lang bei dem Einrichten. Aber ich wollte es euch ja genau zeigen, deswegen haben wir jetzt nochmal nachts schon geschlafen und im Hintergrund seht ihr auch schon die Sachen. Für manche Sachen stehen schon im Käfig, manche noch nicht und ich zeige euch jetzt erstmal ein paar Sachen. Also ich habe hier so ein paar Brücken, die weiß ich noch nicht genau, ob ich einhänge. Aber na gut. So. Hier drin ist so Holz, weil das brauchen die Hamster auch für die Krallenpflege. Dann ist natürlich hier noch Badesand, so ein Häuschen steht schon drin. Dann habe ich hier eine Ecktoilette. Dann haben wir hier noch ein Sandbad, etwas größer. Da ist so ein Hamsterface drauf. Und ja, das ist auch echt groß von hier drinnen. Genau. Ich weiß gar nicht, wie der rauskommen soll, Leute. Das können wir ja so ein bisschen eingraben, weißt du, wie ich meine? Ah ja, okay, stimmt. Sonst geht er da so rein, also hallo, easy. Dann habe ich hier ein 8-Raum-Haus. Das steht auch drin, das ist echt cool. Man kann es nämlich so aufklappen. Eigentlich voll sad, dass Hamster alleine leben in so einem riesen Haus. Aber Hamster sind ja Einzelgänger. Sonst hätte ich mir echt den zweiten geholt. Dann habe ich hier ein Laufrad mit 27 cm Durchmesser. Wichtig ist auch, dass ihr das passende Laufrad für einen Hamster habt, weil es darf nicht zu klein sein. So, ich zeige euch jetzt den Käfig. Terrarium. Nagarium. Tada! Das ist das Nagarium. Und ja, ich zeige jetzt mal, ich mache jetzt mal so eine kleine Roomtour. Also,
hier ist das achträumige Haus. Das kann man hier so aufklappen und natürlich wieder zuklappen. Und Leute, wir schütten natürlich dann nochmal ein bisschen mehr Einstein rein, aber ich wollte es euch jetzt unbedingt zeigen, genau. Dann habe ich hier noch so eine Brücke. Ich fand das nämlich ganz süß. Da kann er erstens sich so drin verstecken, weil da ist ja noch Einstein drin. Und der kann dann irgendwie da so hochlaufen. Hier ist dann noch so eine Moosfläche, so ein bisschen, weil das war dabei und ich dachte mir, das ist bestimmt gut für Hamster und das riecht auch so gut. Hier ist dann dieses Häuschen, da habe ich noch so ein Streu drüber. Das ist aus Keramik, gell? Aus Stein. Genau, das ist ein Keramikhäuschen und das fand ich cool, dass wenn man das so drüber macht, irgendwie schaut das dann so nach Wüste aus. Hier ist dann, sind dann schon so Kletterstöcke drin, weil das ist gut für die Pflege von den Füßen für die Hamster. Die haben so kleine Füße. Oh. Hier ist dann schon mal so ein kleineres Sandbad. Und Leute, der Sand ist so weich. Also wenn ihr Hamster oder Chinchillas habt oder so, dieser Sand ist mega weich, gell? Ich freue mich schon so auf meinen Hamster, aber ich muss noch ein bisschen warten, denn der ist noch nicht alt genug. Der muss nämlich 6 Wochen sein. Meiner ist erst, keine Ahnung, 5 Wochen? Keine Ahnung. Aber guck mal, wie süß der ist. Ich blende hier mal ein Video ein. Das ist Hamsterchen. Aber so wird er nicht heißen. Stell dir mal vor, dein Hamster heißt Hamsterchen. Wir haben einen Hamster vom Züchter und wir haben mit der Kontakt und die ist so nett. Und die schickt uns immer so Bilder und Videos von ihren Hamsterchen. So süß. Naja, machen genau, wir. Und wir bekommen auch immer ganz viele Tipps, ne? Genau. Gerade zur Einrichtung, zur Einstreu und so weiter. Dann habe ich hier die Ecktoilette, da habe ich ein bisschen Sand rein, weil ich denke, dass das so ist, aber ich muss noch mal gucken. Genau. Das ist richtig praktisch, weil die kann man, kommt mal mit, die kann man hier dann immer so in die Ecke stellen und ja. Dann habe ich hier drunter, unter dem Klo, eine Granitplatte, weil da kühlen die Hamster sich ab. Die ist nämlich ganz kühl, die Platte, und im Sommer werden Hamster sehr schnell warm. Ja, hier ist dann gleich das Laufrad. Ja, und hier habe ich dann so ein kleines, aus was ist das? Ton, genau so ein. Das ist hier Ton. So auf so einer. Das kann man hier so rein tun. Und das ist so ein Tonschälchen. Und da kann man dann vielleicht mal so Löwenzahn oder Gurken, die glaube ich auch ganz gerne rein tun. Hier ist dann noch eine Granitplatte. Genau, da ist mir jetzt ein bisschen einfach hingefallen, auf jeden Fall, dass der beim Fressen dann sich auch ein bisschen kühlen kann, weil das sind die Näpfchen. Ich weiß noch nicht, ob die zu klein sind, da werde ich auf jeden Fall nochmal die Züchterin fragen. Genau, aber die sind doch so süß. Aber mir gefällt es noch nicht so gut, wie ich es eingerichtet habe, deswegen werde ich jetzt mal ein paar Sachen umändern. Und ja. Und übrigens, meine Züchterin, die macht die Hamster auch schon zahm. Die hat nämlich, glaube ich, 2 Kinder und die machen die so zahm. Wie komisch klingt das? Naja, auf jeden Fall gefällt mir es noch nicht so gut und ich richte jetzt noch ein paar Sachen von den Sachen, die noch nicht drin sind, ein. Und ja, ich würde sagen, ich nehme mich dabei mit. Übrigens bekomme ich einen zungarischen Zwerghamster, weil das sind die zahmsten Hamster. Das habe ich gegoogelt. Genau, und ich glaube das auch, weil eine TikTokerin hat auch einen zungarischen Zwerghamster und der ist so zahm. Der heißt, wie heißt der bei ihr? Ich glaube Toast. Genau, vielleicht kennt ihr sie ja. Übrigens, ein Hamsterhaus bzw. Terrarium muss ganz groß sein, auch wenn es nur ein Hamster ist. Meiner ist jetzt 1,20 auf 50 auf 60. So, ich nehme erstmal das da. Was? Ich muss dann auf jeden Fall nochmal mein Zimmer durchsaugen. So, ist es egal, welche Seite nach unten kommt? Ja, bestimmt. Ich mach's mal. So. So. Und jetzt habe ich noch. Ich finde, das schaut irgendwie so lustig aus. Das tue ich jetzt noch so dahin. Ja. So, ich tue jetzt noch in dieses Häuschen ein bisschen Moos rein. Okay, so. Also ich mache jetzt hier 2 Häuschen bzw. Räume mit Moos noch voll. Heu können wir dann auch noch wo reintun, ne? Genau, Heu kommt da auch noch rein und hier würde ich das da so reintun, dann kann er sich da richtig schön reinkuscheln. Ah nee, da kommt er noch nicht mehr rein. Ja, das macht er dann schon so, wie er es braucht. So. Ja, weil Hamster brauchen sehr hohes Einstreu, weil die sind Krabbetiere, Tunneltiere.
da habe ich jetzt noch eine kleine Brücke hin. Und ja, ich gucke gerade, aber ich denke, das ist zu viel, wenn ich das jetzt noch reinmache. Aber ich überlege noch. Leute, wenn ihr wollt, dass ich gleich ein Video drehe, wenn mein kleines süßes Baby da ist, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Yay, yeah, ich freue mich so. So, ich habe auch noch einen Auslauf und dafür brauche ich dann auch noch Zubehör, deswegen nehme ich jetzt nicht alles. Aber den Auslauf zeige ich euch dann, wenn Hamsterchen da ist. So, jetzt schon das Handbärtchen. Bärtchen. So, ich nehme jetzt noch dieses große Ding, dieses Sandbad, dieses große. Genau, und das grabe ich so ein bisschen ein. So. Und jetzt kann er nämlich von einmal die Brücke da gehen, aber ich habe eine bessere Idee, wie ich das mache. Und zwar will ich es so machen. Dann kann er nämlich erstmal hier so hochlatschen und dann kommt da noch irgendwas hin, dass die hier so reingehen kann. Und dann will ich da noch was hin tun, dass ich nach da kann. So, jetzt kommt da der Chinchilla dann rein, weil damit baden die sich. Oh Gott, ich habe Angst, dass alles rauskommt. Ich auch. Mama so hinter der Kamera. Beim Boden! Also so schaut es jetzt aus. Ich finde das Hamstergesicht so süß. Ja, eigentlich ist das ja ein Hamster, ne? Die Form und so. Was? Aber das soll. Naja, guck mal, da sind die Ohren. Ist nicht gesehen. Ja, doch, aber ich dachte, die Hamsterform, weil das wird ja so stehen. Also, übrigens wird meine Kleine ein Mädchen. Wollte ich nur so sagen. Leute, ich bin hier jetzt noch ein bisschen am Umwerkeln und wenn ihr dabei sein wollt, wenn Hamsterchen kommt, dann springt unbedingt mal den Daumen nach oben, drückt die Glocke und abonniert mich. Und wenn euch das Video gefallen hat, auch. Ja, genau, dann auch. Ciao. Der ist umgedreht, das triggert mich. Kennt ihr das? Wenn etwas nicht gleich aussieht wie das andere, mich triggert sowas dann immer voll. Es muss gleich sein. Und alle Infos zu Rodipad und meinem ganzen Equipment verlinke ich euch unten in der Infobox. Ciao!